Moin, moin, Freunde, Summer, soliger Wohlfühlatmosphäre. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit einem Geheimtipp im Summer soligen 2D-Genrebereich. Fearonic, ein Spiel, was ich vor gefühlten Ewigkeiten gespielt habe. Ja, 2016 ist es erschienen. Habe ich es zum Release gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Oder es ist 6 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf meinem Kanal, ja, in älteren Sachen einiges zu diesem Spiel. Auch Bossfights. Ewigkeiten ist es her, dass ich es gespielt habe. Mein Speicherstand ist, wenn überhaupt, noch in der Cloud. Das macht nichts. Brauchen wir jetzt nicht. Ich starte das mal und dann könnt ihr mal selber einen Eindruck und Einblick erhaschen in dieses, ja, wie ich finde, mindestens gute 2D-Souls. Mit einem guten Umfang, 10 Stunden plus, locker. Je nachdem, wie viel Skill ihr habt, was ihr hier alles erreichen wollt. Platin dürfte auch nicht allzu aufwendig sein. Ich habe es ein bisschen intensiver einmal durchgespielt, hatte 84% der Trophäen. Sprich, also allzu hoch wird der Aufwand nicht sein. Aber über 10 Stunden habt ihr zu tun, wenn ihr recht guten Skill habt, auf jeden Fall für die Platin. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, abwechslungsreiche Bosse auf jeden Fall. Manchmal gehen die Bossfights auch in 2,5D über. Das ist ganz gut gelöst. Das bringt echt Spannung rein und auch Abwechslung. Weil bestimmtes in dem Spiel, das ist so ein Kritikpunkt, ist repetitiv. Also die Gegnervielfalt ist jetzt nicht bravourös oder so. Da wiederholt sich einiges. Ihr habt halt viele Wellenkämpfe auch. Ihr könnt vielen Gegnern aus dem Weg gehen, manchmal aber nicht. Da sind die Areale abgesteckt. Ihr müsst die Wellenkämpfe bestreiten und das ist gerade dann nervig, wenn ihr an einem Boss gerade gescheitert seid. Und da eigentlich nur zum Boss wollt. Weil nicht jede Speicherstatue, wenn ich mich noch recht entsinne, vielleicht haben sie es gepatcht, ich glaube eher nicht. Nicht jede Speicherstatue ist direkt vom Bossfight. Die sind, das, daran erinnere ich mich noch, nicht ganz so glücklich und spielerfreundlich angeordnet gewesen. Sprich, ihr habt dann nochmal nervige Wellenkämpfe gehabt und wolltet eigentlich den Bossfight haben und wiederholen. Das ist nicht ganz so gut gelöst gewesen. Der Umfang war gut. Der Abwechslungsreichtum der Bosse war auf jeden Fall gut und wie gesagt, es wiederholt sich innerhalb der Gebiete einiges. Und nichtsdestotrotz, die Waffenrückmeldung war gut. Es gibt viele, viele Waffen, viele Schilder, verschiedene Waffen, die sich auch verschieden spielen. Ringe, das Übliche eigentlich. Ihr werdet sehen, wir starten einfach mal rein. Ja? Ja, nehmen wir mal alles. Stimme lassen wir auch so. Ja, und ihr kriegt auch langsamere Rollen, wenn ich mich noch recht entsinne, wenn ihr halt dementsprechend fette Rüstung umgestülpt habt, euch angezogen habt. Ja, ihr kämpft auch gegen Pharaonen. Ja, und gleich müsste ich aus meinem Kerker sozusagen herauf, ja, geschworen werden. Damit von den Göttern sind wir auserwählt. Ja, und auch da ist ein großes Vorbild, Dark Souls ähnlich.
Wir starten ja quasi in einen Kerker, wenn man so will. Ach so. Ja, wir sind ja erstmal in diesen Kerkerbereichen. Ja, hier könnt ihr viel quatschen mit den Leuten. Das lasse ich mal weg, weil ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Aber eventuell hau ich noch ein paar Minuten drauf, weil ich meine, mich zu erinnern, es ist gar nicht so einfach, hier erstmal rauszukommen. Schon sehr verwinkelt. Ich glaube, ich kann auch schon gleich in die halbe andere Dimension. Sprich, wir müssen auch gleich mal in die Tiefe gehen. Schnacken noch einmal mit ihm hier. Aber ihr könnt, glaube ich, mit jedem Gefangenen hier sprechen. Mit einem sollte ich aber quatschen, glaube ich. Den darf ich nicht verpassen. Der bringt mir was bei. Achso, ihr könnt ja mal reinschauen. So sieht das aus. Waffen, Schilde, Rucksack, Kopfringe haben wir auch. Aller Souls hier. Fähigkeiten. Der bringt mir, glaube ich, Fähigkeiten bei. Den sollte ich schon befreien. Dafür brauchte ich, glaube ich, einen Schlüssel. Questlines habt ihr hier und so weiter und so fort. Karten gibt es auch. Ich mache aber mal weiter. Achso, schlagen kann ich noch nicht. Rollen kann ich schon. Rollen ist auf X, okay. Bisschen wenig Getränke gerade drin. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, später aufschlagen, ne? Ah, mit ihr muss ich aber, glaube ich, sprechen. Genau. Ja, genau. Ausrüsten? Ja, ist ein Wermutstropfen. Ich habe zwar Viereck gedrückt, aber ihr müsst es denn trotzdem nochmal bestätigen. Der ist ein bisschen schade. Aber gut, auf der anderen Seite kann man dann nochmal ins Menü gehen oder wird man ins Menü sozusagen geschickt. Da kann man nochmal besser Vergleiche anstellen, ob sich das wirklich lohnt. Man hat ja nicht immer die Werte der Waffen im Kopf, die man gerade trägt. So gesehen macht es doch Sinn, es so zu machen. Okay. Reden. Haben wir... Ach, Feldflasche hat sie mir gegeben, genau. Gut. Wieso? Ausrüsten? Ja, das ist Souls-like schon, aber genau andersrum, ne? Der leichte Angriff ist auf R2, hier der schwere auf R1. Okay. Ich glaube, den brauchen wir nicht, den Dude. Das ist eine Falle, ne? Ja. Prince of Persia lässt grüßen. Das ist eine Falle hier. Ich weiß nicht genau mehr, wie ich die auslöse. Ich glaube, der Stein ist das da. Au, au, au. Ja, ach übrigens, Bockschwer das Spiel. Naja, was heißt Bockschwer? Also ich sag mal, schwer, ich habe es als schwer bis sehr schwer empfunden. Irgendwas dazwischen. Also jetzt nicht die Bosse unbedingt, aber die Wege dahin. Die waren mit Pfeilen bestückt und harten Wellenkämpfen. Da kommt einiges auf euch zu und ihr könnt nicht jedem Wellenkampf ausweichen. Manchmal sind die Gebiete, die Areale abgesteckt, da müsst ihr denn euren Mann stehen. So. Ich kann auch den da auch nicht blocken. Ich glaube, es würde auch eh nichts bringen. Ich glaube nicht, dass der Runde das ist, der Auslöser. Warte mal. Oh, Glück gehabt. Oh, keine Ahnung, was jetzt der Auslöser war. Aber wir haben überlebt. Ich glaube, der... Da müsst ihr echt genau gucken. Liegt der Stein wirklich tiefer? Also der linke ist schon, aber nicht als der rechte. Ach, egal. Wir haben es überlebt. Reden, ich glaube, der Dude ist nicht wichtig. Ja. Leichter, schwerer. Macht guten Damage. Leichter. Schade, konnte ich jetzt nicht sehen, wie der Damage war im Vergleich dazu. Ich hatte eigentlich eine halbe Stunde anvisiert, euch das Spiel zu zeigen, aber... Oh, oha. Parryen kann ich ja noch nicht. Hier haben wir noch kein Schild. Es geht auch Parryen hier. Das ist dann wahrscheinlich auch genau andersrum. Mit L1 und L2. Also blocken wäre dann hier Parryen quasi von Souls. Und Parryen blocken dementsprechend. Reden. Ja, es ging um die roten Pharao, genau. Ja, Skorpione spielen eine Rolle, wie das so ist im alten Ägypten.
Verschlissener Schild? Ja, gerne. Karte des Opferkerkers. Aber wo ist jetzt die Karte des Opferkerkers? Wo? Gegenstände? Alles klar. Puh, wo sind wir denn da? Sind wir, nee, ich wollte gerade sagen, sind wir der Kopf da? Nee. Ja gut, wenn wir... Ach, da sind diese, ich sehe diese Vogelsäulen. Ich glaube, da können wir entweder speichern oder unsere Wasserflaschen auffüllen. Danach kann man sich so ein bisschen orientieren. Wir kamen von... Wo genau? Müssen nachher da rum. Okay. Da können wir da hinten raus? Ah, bringt mir jetzt nicht so viel die Karte. Da kann man doch nochmal rauf auf die Karte. Nee. Bringt mir nicht so viel, wenn ich da nicht angezeigt bin drauf. Oder seht ihr mich da drauf? Ich gerade nicht. Bin ich das da oben? Nee. Na, schauen wir mal, wenn wir nachher eine markante Stelle finden. Ah, wir sind am Schrein. Welcher Schrein wird das sein? Bei dem anderen. Wenn es gleich links und rechts geht, dann ist es der linke Schrein. Ich gehe mal ganz was weiter. Ist das schon was ganz anderes hier, oder? Hä? What? Okay, ich habe gerade Zuordnungsprobleme. Wir gehen erstmal weiter. Warum habe ich jetzt eine Feldflasche mehr oder was? Drei, gut. Ich weiß es nicht mehr, Freunde, wie das gewesen ist. Ob ich mit jedem Schrein automatisch eine Feldflasche mehr kriege, glaube ich nicht. Nee. Achso, Perrin ist L1. Okay. Schlag mal. Okay. Können wir blocken? Blocken. Auch noch mal kurz gucken, wie viel ich Schaden kriege. Auf dem Block. Ein bisschen was kriege ich ja, ne? Ja, ein bisschen was kriege ich. Also auch mal lieber parieren, ne? Oder rollen. Okay. Ein bisschen schneller als er. What? Weicht aus. Ja, Freunde, das ist knackig, das Spiel. So viel sei gesagt, hat keinen Schwierigkeitsgrad. Ist nicht das schwerste 2D Souls-like, aber schon knackig. Aber großzügige Fenster beim Perrin. Kein dritten Wagen, der bringt nichts. Okay. Ein paar Erfahrungspunkte brauchen wir. Alle können wir hier nicht ignorieren. Aber die hätte ich, glaube ich, ignorieren können. Ja, da ist der Shortcut. Genau, da sollten wir noch hin. Ach so. Steckt die Fackel gar nicht. Geschwindigkeit ist gut. Aber Ausdauer 100. Auch 100. Minus 10. Schaden plus 50 plus 14. Sollten das schon nehmen, ja. Naja. So, ihr werdet euch vielleicht fragen, haben die Gegner Feuerschwächen oder so? Das weiß ich nicht. Vielleicht wäre es besser, mit der Fackel weiter zu kämpfen. Bei bestimmten Gegnern zu switchen. Das könnt ihr hier demnach nicht. Also ich muss mich dann entscheiden im Menü. Da habe ich halt nur eine Waffe im Fight. Beziehungsweise ihr könnt, genau. Ihr könnt aber ins Menü gehen und dann pausiert das Spiel. Ist nicht wie bei Dark Souls, dass es dann weitergeht.
Die Gegner sind dann auch gefreezed in dem Moment. Ich glaube, das ist der Dude, der mir was beibringt. Ja, ist der erfahrene Kapitän. Ja, aber sag mir mal bitte, wo ist denn der Schlüssel? Quest gestartet, ja. Okay, such mal meinen Schlüssel. Gehen wir mal hier rein, erstmal. Oh, oh, das ist ein überraschender Übergang, ey. Gut. Dieses grüne eben über seinem Kopf, dieser grüne Stern, war wegen Ausdauermangel? Warte mal. Nee. Oder was, der letzte Schlag? Wieso war das eben so? Doch, ach so. Er wird mir angezeigt, wenn ich quasi Ausdauerprobleme habe. Oder wie ist das zu verstehen? Keine Ahnung. Jo, besser als gar nichts. Na, wir haben ja nur unsere Ketten. Ich hab Bock auf Leinenrock. Okay. Gehen wie ein Ägypter. Gehen wie ein Ägypter. Ich sah die Sphinx mitten ganz allein in der Wüste stehen. Ich hab versucht, eoe, genau wie ein Ägypter zu gehen. Aber eins ist vielmehr ziemlich schwer. Eo, 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 eo. Schlagen wie ein Ägypter. Oh, 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 oh. Okay. Achso, Loot gibt's auch hier natürlich. Gold wahrscheinlich, oder? Kopfbedeckung. Hä? Hab ich doch gemacht, Kopf? Achso, ich war nicht oben. Ja, das hätte sie auch ein bisschen besser markieren können. Gut. Sindbad, Sindbad, schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Sindbad, Sindbad, schau, wie viel Rind dieses Kind spinnt. So, was ist, ich höre irgendwas im Hintergrund, hört ihr das? Irgendwer heult? Nee, was machen? Hier wird irgendwer gepeinigt und gequält. Dann gehen wir mal hier weiter. Mhm. Oha. Die hat ein anderes Moveset von der Verzögerung? Oder? Ich bin zu lahm jetzt. Oh, erst der Drink jetzt weg. Ich werde mal überlegen, ob ich es überhaupt als Peri-Spiel spielen soll. Ich habe es damals durchgespielt als Rollspiel. Ich glaube, das ist einfach auch besser. Für mich. Aber ich möchte auch gerne das parieren können. Oder bin ich in so einem Aggressive-Modus? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Mit DFA. Ich habe es auch vor 6 oder 7 oder 8 Jahren nicht verstanden, wie das gemeint ist. Wie gesagt, das ist von 2016, das Spiel. Stuja, das ist klar. Oder bin ich in so einem gefährdeten Modus? Oder wird mir angezeigt, wenn ich denn nur noch ganz wenig Ausdauer habe, weil ich konnte ja weiterschlagen. Oh, eine leichte Waffe. 55. Mhm. Aber Ausdauer kostet, ne? Geschwindigkeit. Tut sich nichts, ne? Ja, sollten wir die jetzt auffüllen? Wenn ich mich recht entsinne, kann ich es danach denn nicht mehr. Also, außer ich sterbe, ne? Ich glaube, dann kann ich die wieder nutzen. Vielleicht sollte ich erst mal mit den Zweien weiterspielen. Jetzt merken wir uns mal. Die Karte hilft mir hier nicht so wirklich weiter. Dornkrone vielleicht? Läuft die Aufnahme? Sie läuft. Wunderbar. Aufnahme läuft.
Wir merken uns, dort kann ich nachher meine Wasserflaschen auffüllen. Warte, was ist denn auf der anderen Seite noch? Noch mehr Dudes. Oh, der Sound hat sich automatisch runtergeregelt. Ja, das ist natürlich nicht so gut nach so vielen Jahren. Okay. Also wenn bei euch der Sound jetzt leiser ist, Freunde der spielenden Zunft, ich weiß nicht. Herzschutz. Lieber Herzschutz als Herzschmerz. Oh, schützt dein Herz vor Herzschmerz. Aber nicht viel mehr. Naja, 25 Verteidigung. Ist das jetzt nicht real, was da steht an Werten? Gewicht plus 14? Egal, komm. Rauf da. Okay. Er ist komplett low on emotions. Ich gebe erstmal hier weiter. Oh nein, 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 nein. Perry? Meine Güte, leichte macht wenig Damage, aber schön schnell. Gut, mit dir sprechen wir nochmal. Ich wollte ja nicht so viel talken. Aber keine Sorge, Freunde, das Spiel in Zunft, das ist jetzt kein Dauergesappel. Das ist jetzt in den Kerkern so am Anfang. Nachher habt ihr längst nicht so viel gesäuselt. Aber hier erfährt man halt schon einige wichtige, was heißt wichtige? Je nachdem, ne, ob man es platinieren will, aber einige interessante Hinweise auf das, was euch später erwartet. Ja, kriegst du. Ja, darfst du. Immer, immer, immer. Ja. Das sind, glaube ich, die Juwelen, für die ich mir Fähigkeiten holen kann. Bei dem Kapitän, den wir vorhin getroffen haben. Ja, zum ersten Endboss kommen wir nicht, Freunde. Wir sind immer noch nicht draußen. Und draußen zeigt das Spiel dann auch seine Muskeln. Schöne Grafik draußen. Relativ abwechslungsreich für das, was halt das Szenario hergibt, Ägypten, ne? Ja, okay. Ach du, eine grüne neue Speerfuzzi. Hier ist echt kein Bock drauf. Vielleicht kann ich ihn auslassen. Müsste eigentlich gehen. Wir haben. Oh, ist eine Falle. Scheiße. Locken wir ihn da rein? Können ihn vielleicht noch reinlocken. Da läuft, glaube ich, gleich so ein Rad lang. Guck mal mit. Ja, komm. Und der nicht. Nein, wir müssen wir machen. Das können wir nicht an die Kiste. Okay. Jetzt einfach zu parryen. Pixar-Typen sind mir nicht ganz geheuer. Die haben eine Mega-Range. Oh! Noch so ein Juwel für Fähigkeiten. Und ich meine, der Kapitän, der wird mich gleich ausbilden. Ja. Genau. Ist das noch eine Falle? Nee, ist ein Toter. Ach, das ist der Shortcut. Gut. Dann kommen wir gleich zum Captain. Ja, Kapitän in Captain in Theben. Ja, bringen wir mal was bei. Erlernen, erfahrener. Kapitän. Ja, eigentlich würde ich mehr für schwere Waffen lernen wollen.
Also was auch noch möglich ist, Freunde der spielenden Zunft, teleportieren könnt ihr euch auch in diesem Spiel. Müsste eigentlich auch in diesen Bereichen sein, so ein Teleporter, Stein oder sowas. Kann sonst gleich lieber nochmal was zum Spiel erzählen. Weil die Zeit rast ja hier echt wie ein Schnellzug. Ich wollte das Video auch nicht zu lang machen. Eigentlich will ich mit einer schweren Waffe spielen. Ja, dann leveln wir lieber das auf, was ich in Zukunft möchte. Schwere brachiale Waffen. Ja, ich habe ja noch einen zweiten. Den haue ich mir lieber auf die Rüstung. Hatte ich das erwähnt? Fat Roll und sowas gibt es hier, glaube ich, auch. Wenn ihr fette Sachen anhabt und die schnelle Rolle gibt es hier. Ob es eine Middle Roll gibt, weiß ich nicht mehr. Das, was ich jetzt habe, ist natürlich die schnelle Rolle. Das waren die beiden, ne? Okay, wir machen mal weiter. Questline abgeschlossen. Gut. Wie viel Zeit ist jetzt schon verstrichen? 26 Minuten, Freunde der spielenden Zunft. Ja, bisschen mache ich noch. Ja, Perrin geht ganz gut. War ich eigentlich hier schon drin? Dann gehen wir nochmal ganz kurz weg. Na, kommen wir jetzt nicht. Sound ist wirklich jetzt komplett weg irgendwie. Total leise geworden. Das ist doof. Das ist doof. Das hätte ich echt mal patchen können, ey. Ich glaube, das hatte mit der Ausdauer zu tun, ne? Warte mich denn? Oder habe ich den Krieg den größeren Schaden? Ich weiß es immer noch nicht so genau mit diesem. Ah, getroffen worden, Mist. Ja, weil ich das meinen Drink vergeben habe, habe ich natürlich jetzt. Aber es ist ein bewusstes Stilmittel gewesen, wäre es cool jetzt, dass der Sound leiser geworden ist. Aber ich bin jetzt in kein Höhlensystem oder so oder unter Wasser. Das wirkt schon so ein bisschen. Ah, doch, hier waren wir doch schon. Ich könnte natürlich noch zurück mir Drinks holen. Ich werde kaum hier überleben. Na, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich wollte auch zum Ende kommen. Der erste Boss ist eh noch einiges entfernt. Einiges entfernt. Aber es ist eine interessante Level-Architektur, finde ich. Ihr geht mal in die Tiefe. Mal seid ihr komplett horizontal unterwegs. Hier waren wir aber noch nicht, ne? Oh, nice. Nee, da waren wir doch schon. Oder? Ich meine ja, die hatte ich ausgelassen, stimmt. Oder ich muss doch mal die Karte bemühen. Warte mal ganz kurz. Ein kleines Labyrinth ist das schon. So, gucken wir jetzt mal auf die Karte. Welche wird das sein? Links, dann können wir da unten lang. Wieder links. Aber da kann ich ja gleich in die andere Richtung. Oder kam ich davon? Ich weiß auch nicht, ob da oben, wo die Hand ist auf der Karte, ob ich da hin soll. Oder war es mein Startpunkt? Und wir sollen dann nachher quasi rechts oben raus. Ich weiß das echt nicht. Ihr, was nützt mir die Karte, wenn ich nicht weiß, wo steht da was? Warte mal. Das Gefängnis von Sedmat war einst ein Tempel, der bla bla bla. Wir sind nur wenig mehr als Vieh. Sind noch Gier. Mehr ist da auch nicht an Text, ne? Oder? Ich vermute mal, ich soll zur Hand. Könnte aber auch die Statue unten rechts sein. Ne, dann müsste es aber rechts hier weitergehen. Kann sie nicht sein. Als wird die Statue links sein. Also gehen wir doch in die Richtung und gehen dann links und die nächste wieder links. Und dann kommen wir raus aus dem Ganzen. Okay. Okay. Keine Zeit für dich. Komm, komm, komm. Oh.
Oha, Donner für ein Dude, ey. Ich hab leider nicht viel Zeit für dich. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Achso, okay. Nächste wieder links. Okay, wir scheinen richtig zu sein. Kammer des Wächters. Das ist doch schon Endboss? Da habe ich den komplett vergessen. Das klingt so. So nach dem letzten Wächter. Ah, oh gut. Fate-Flasche voll. Ja. Oha. Der ist böse. Jan, seht ihr doch noch einen Endboss? Und danach erzähle ich noch mal was vom Spiel. Tyrann des Opferkerkers. Ob ich den überhaupt parryen kann? Ich will das mal als Rolling. What? Meine Güte, ist der schnell. Oha. Ah, Mist. Hätte ich mir denken können, dass der Dude nicht so doof ist. Ah, Mist. Das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Oh, jetzt kann ich hingehen. Laufen können wir leider nicht. Ich gehe erstmal auf Distanz. So weit kommen wir nicht, ne? Nee, okay. Okay. Nee, das ist nicht so gut. Besser ist, wenn er seins reinrammt. Okay. Genau, den wollen wir haben. Ach so? Nein! Ich lerne das noch. Okay. Nicht auf meine Ausdauer geachtet. Oha! Oh, Glück gehabt. Nein, nein, ich will, dass du es reinrammst. Ah, okay. Okay. Puh. Ja, ihr seht, das ist jetzt nicht allzu schwer, aber die werden schon noch knackiger. Könnt ihr sicherlich auch parieren an der einen oder anderen Stelle. Ihr hattet so einen roten, glaube ich, so einen roten Stern über sich. Ich glaube, die könnt ihr nicht parieren. Sonst probiert es aus. Sag lieber noch was zum Spiel. Ja, das macht echt Laune, das Game. Die Rückmeldung ist cool. Die Schläge fühlen sich, also selbst die mit so einem, ist da noch ein leichtes Schwert, fühlen sich echt gut an. Waffenrückmeldung. Ich glaube, bei brachialen Waffen habe ich so eine gerade. Ich glaube nicht, ne? Ich immer noch nicht. Die war, glaube ich, noch besser. Die hat mir echt ganz gut gefallen. Und das sind alles leichte Waffen. Ihr kriegt auch Speere, Ringe, wie gesagt. Ihr seht das im Menü. Richtig brachiale, so eine Art Hämmer noch. Ihr bekommt Fähigkeiten dazu. Wir können mal auf die Ringe gehen. Wie viele Ringe könnte man denn ausrüsten? Könnte ich mal raufdrücken auf das Menü? Weiß ich jetzt nicht, wie wir es sehen könnten, wie wir die, wie viele Ringe man parallel ausrüsten kann. Hier habt ihr nochmal eure Fähigkeiten. Rucksäcke, stimmt. Leichte Waffen. Leichte Rüstung. Beine, haben wir echt noch nichts gefunden für die Beine? Doch. Gegenstände, bisher das, da kommt auch noch einiges dazu. Gold findet ihr auch. Und das war, mit jeder Stufe, die ihr aufsteigt, erhöht sich automatisch eure Lebensenergie und eure Ausdauer. Was gibt es noch zu sagen? Sage ich noch mal ganz kurz, was mir damals an dem Spiel richtig gefiel. Ich war völlig überrascht, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Hab das zufällig mehr oder weniger reingespielt, also reingesteckt in der Konsole.
Ich hatte die Harddisk damals. Und wie war das noch? Ja, niemand hatte von dem Spiel gesprochen, auch bis heute nicht. Und da habe ich es gespielt, gespielt, gespielt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Es wirkt so ein bisschen behäbig alles, aber es macht doch Laune, weil die Animationen ganz cool sind, finde ich. Also für so einen kleinen Indie-Titel, weil ihr eine Menge an Waffen findet, also auch für Freunde. Massivsten Loots vielleicht nicht, aber es gibt doch viele, viele verschiedene Waffen, die sich sehr, sehr unterschiedlich spielen. Was mir gefallen hatte, war der Abwechslungsreichtum der Bosse. Ihr habt da wirklich von, in Anführungsstrichen, Zauberern bis ja solchen Nahkampfbrocken vieles geboten. Die Menge an Bossen, es sind jetzt natürlich keine Elden Ring. Es ist keine Elden Ring-Zahl. Hunderte habt ihr nicht. Aber um und bei 10 würde ich so schätzen. Vielleicht gibt es auch noch optionale. Wie gesagt, ich hatte es nicht platiniert. Ich hatte so mit einigermaßen gründlichem Spiel 84 Prozent der Trophäen aber schon. Das heißt, allzu viele Bosse kann ich, glaube ich, nicht verpasst haben. Bosse 10 nagelt mich nicht fest, plus minus 2, 3 vielleicht. Gebiete abwechslungsreich. Musikalisch hat es mir damals gefallen, daran konnte ich mich noch erinnern. Man muss natürlich diese Wellenkämpfer auch mögen. Ihr habt manchmal Areale, da kommt ihr nicht raus, da müsst ihr kämpfen. Und das sagte ich erst, ein Wermutstropfen. Es nervt gerade, wenn ihr Boss so gelernt habt, ihn fertig machen wollt, ihn knallen wollt und unbedingt hin wollt, weil ihr was Neues gelernt habt und das anwenden wollt. Ist es manchmal schon nervig, dass ihr manchmal dann vorher Wellenkämpfe nochmal machen müsst, um dann wieder zum Boss kommen. Wenn ich mich noch recht entsinne, sind denn vor den Bossen Wasserquellen immer. Also ihr startet dann mit vollen Wasserquellenvorrat. Aber nicht genau. Nee, Wasserquellen sind ja eure, stimmt. Ist ja eure Lebensenergie. Aber nichtsdestotrotz, ihr speichert das Spiel da nicht. Genau, das war mein Punkt. Warum es nicht gleich da gleichzeitig speichert? Und ihr denn gleich zum Boss könnt. Das ist hier, bin ich mir sehr, sehr sicher, nicht so gewesen. Das hatte ich damals bemängelt. Ihr müsst euch denn manchmal vorher noch durchschlagen. Und einen Wellenkampf dann nochmal machen. Vielleicht manchmal auch einen zweiten, wenn ich mich noch recht entsinne. Und dann könnt ihr erst den Boss besiegen. Das ist nicht so komfortabel, wie es heutzutage häufig der Fall ist. Speicherpunkt direkt vorm Boss. Ein kleiner Wermutstropfen, aber gerade Dark Souls-Freunde werden es erst recht lieben, wenn ihr halt ein paar Meter machen müsst zum Boss, ne? Und ihr müsst dann halt hier nicht nur ein paar Meter machen, ihr müsst dann auch noch mal kämpfen. Bei Dark Souls war es ja nicht ganz so nervig. Wobei genervt hat es mich nicht, aber ein bisschen störend war es. Ein bisschen störend war es. Dark Souls bin ich da halt immer durchgelaufen, quasi. Und wenn ihr so ein paar Kniffe drauf habt, wie übers Geländer springen, da kommt ihr ganz schnell zu Ornstein Smaug da zum Beispiel. Das sind ja so die einzigen schweren Bosse bei Dark Souls. Unabhängig jetzt vom DLC, das ist nochmal ein anderer Schnack. Aber Dark Souls selber hat ja nicht so viel da an schweren Bossen, wenn man da erstmal die Kniffe raus hat. Ornstein Smaug sind da schon unterlevelt und wenn man sie alleine macht, doch eine Zeit lang noch eine Herausforderung, sagen wir es mal so, eine Zeit lang eine Herausforderung gewesen. Und da hat es mich aber auch nicht so gestört, darüber zu springen, dann übers Geländer und dann die paar Meter zu machen in die große Halle, an den großen Dudes vorbei und dann rein da zu den beiden. Und so ähnlich könnt ihr euch das hier vorstellen. Nur, dass ihr hier, glaube ich, nochmal gezwungen werdet, vor den Bossen zu kämpfen. Ich glaube, manchmal aber auch nicht. Könnt ihr auch durchlaufen. Ihr könnt, wie gesagt, an denen seht ihr auch hier vorbei, an normalen Gegnern. Und irgendwann verfolgen sie euch nicht mehr. Das war
oder könnte vielleicht ein Wermutstropfen sein für euch. Der Umfang ist ausreichend, absolut 10 Stunden plus. Ich weiß nicht, wie teuer das Spiel ist, dürfte aber nicht allzu teuer sein. Ich habe es damals im Laden, glaube ich, für 10 Euro verkauft. Die Harddisk. Nun, vielleicht, gut, das ist aber lange her, na, vielleicht ist die Harddisk ein bisschen was wert heutzutage. Im Store müsstet ihr selber mal schauen. Wie viel wäre es mir jetzt so wert? Für 10, 15 Euro wäre es mir auf jeden Fall wert. Hätte ich nichts verkehrt gemacht. Wenn es 19 kostet, ja, solltet ihr euch vielleicht woanders nochmal Informationen einholen, ob das was für euch sein kann. Man muss das, ja, Ambiente mögen. Es ist hell, es ist, wenn ich mich recht entsinne, durchgängig hell. Oder fast durchgängig. Es gibt so ein bisschen dunklere Bereiche, aber im Prinzip ist das hier eure, ja, Strahlkraft der Welt. Diese Helligkeit hier. Es ist nicht ganz so schnacklastig wie jetzt am Anfang. Ihr könnt ja quasi mit jedem schnacken. Aber wer sich für ein bisschen für Gesprächsfetzen und Geschichtsfetzen interessiert, wird ja auch fündig werden. Dem wird schon so einiges erzählt über den roten Pharao. Und da kann man sich schon mal ein bisschen so vorbereiten auf das, was euch erwartet. Ja, und wie gesagt, abwechslungsreich waren die Bosse, das erinnere ich noch. Ihr kämpft nicht wie eben, immer nur auf 2D-Ebene. Manchmal müsst ihr auch im Bossfight nach hinten in die Tiefe gehen. Das hat mir überraschend gut gefallen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, ärgerlich, der Bug. Es ist scheinbar ein Bug, dass der Sound auf einmal leiser wurde. Weiß nicht, ob das an anderen Stellen auch noch kommen kann. Na gut, kann man sagen, geschenkt gehe ich ins Menü und stelle den Sound wieder lauter ein oder macht den Fernseher lauter, aber trotzdem ist das so ein bisschen schade. Ist ja kein Stilmittel, macht ja wenig Sinn, den Sound hier jetzt runterzudrehen, wenn der Hintergrund derselbe ist. Also ihr seid ja immer noch hier in diesen Gefängniskatakomben quasi drin. Ja, und ansonsten ist es halt nah an Dark Souls angelehnt. Ihr findet Dudes, die euch Quests geben, die auch nicht allzu kompliziert sind, die so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Schwung reinbringen, die euch belohnen. Und Ringe auch, Schilde, ihr könnt hier parryen. Was ihr nicht könnt, genau, ist eine Sprungattacke. Springen kann der Char nicht. Wir können noch mal ganz kurz in das Menü gehen. Wo war das hier? Da könnt ihr noch mal sehen, was wir hier überhaupt noch können. Steuerung. Tastenbelegung. Ja, parryen ist halt, genau, nicht auf L2, ist hier L1, das ist ein bisschen andersrum und das Attackieren ist auch genau andersrum wie bei Dark Souls. Auf den R-Tasten allerdings dann auch komplett. Rucksack gibt es dann noch. Eine Karte, die, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick besonders hilfreich war, weil... Oder kann ich jetzt vielleicht sehen, wo ich bin auf der Karte? Nee. Der da oben ist immer noch an der gleichen Stelle, wo ich dachte, das könnte ich vielleicht sein. Ich glaube nicht. Also ich sehe mich da auf der Karte jetzt nicht. Der Kopf mit der, in Anführungsstrichen, Piratenklappe, das bin ich doch auch nicht, oder? Oder könnte ich das sein? Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr die Karte nicht bemüht. Also dazu nochmal, es ist nicht kompliziert. Ihr findet eigentlich, wenn ihr so ein bisschen Orientierungssinn habt, auch ohne Karte ganz gut zurecht. Es gibt keine großartigen Labyrinthe. Das hier ist schon fast das Labyrinthartigste des gesamten Spiels. Meist lauft ihr auf einer Ebene quasi von links nach rechts oder von rechts nach links. Und dann tauscht ihr mal die Ebene so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch schon das maximal komplizierteste. Der Ausbruch aus dem Gefängnis. Ja, ich kann das Spiel wärmstens ans Herz legen. Ich habe ihm, glaube ich, damals eine 8.4 gegeben. Oder eine 8.2. Schaut nochmal in meinen älteren Videos, falls ihr euch tiefer und expliziter für dieses Spiel interessiert. Ich war völlig überrascht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und ich wundere mich auch. In meinem Laden hat niemand drüber gesprochen. YouTube verfolge ich ja auch viel. Souls-Liker, Jack FromSoft, macht ja leider seltener in letzten Wochen Videos, um mal 2D-Souls-Likes
ins Zentrum zu rücken, die er noch empfehlen kann. Über ihn hatte ich damals auch ein ganz fantastisches Iron, wie hieß das noch mit den Ratten? Tales of Iron, glaube ich, hieß das, empfohlen bekommen. Großartig. Und der Ender Lilith hat er auch empfohlen. Bin jetzt nicht ganz so begeistert auf das Spiel abgegangen, aber gut war es allemal. Auf jeden Fall. Und ja, Jack from Soft ist da auch immer, ne, immer nicht, gerade nicht, leider nicht immer, immer seltener leider dabei, sowas zu empfehlen. Er hat gerade andere interessante Challenges. Ich glaube, er will gerade alle 426 sind das Bosse No-Hit machen bis zum Ende des Jahres. Der Souls-Trilogie und ob Sekiro noch dabei ist, habe jetzt keine Lust zu rechnen. Aber Elden Ring müsste ja dabei sein, auf jeden Fall, sonst kommen wir gar nicht auf die Summe. Also Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, ja, ich habe jetzt keine Lust zu rechnen, vielleicht ist Sekiro auch noch dabei, um auf diese Summe zu kommen, mit sämtlichen optionalen, keine Ahnung, und Schieß mich tot und DLCs. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut da nochmal rein. Und ansonsten, Souls-Liker hat immer viel in der Pipeline. Also das ist eher noch die Adresse für Souls-Likes, 2D-Souls-Likes, 3D-Souls-Likes, die ständig neu reingestellt werden. Da werdet ihr wöchentlich fündig. Und Metroidvanias. Zuletzt hat er auch Grime reingestellt, kann ich auch sehr empfehlen. Großartiges Metroidvania, was seine Blüte und seine Kraft erst entfaltet, wenn ihr es mal komplett spielt, durchgespielt habt. Dann bleibt er erst mit so einem Wow-Effekt am Ende liegen. Der Einstieg ist nicht so ganz angenehm. Gerade was die Orientierung in Grime angeht. Hatte ich auch auf meinem Kanal vorgestellt. Einiges reingestellt. Kann ich auch sehr ans Herz nehmen. Wie kam ich drauf zu sprechen? An den Herbst legen auch und ins Herz legen. Ja, weil ich hin und wieder ja auch ein paar 2D-Souls-Likes reinstellen will. Und ich meine, die hatten das bisher noch gar nicht besprochen. Deshalb werdet ihr hier auf meinem Kanal diesbezüglich wahrscheinlich fündiger. Aber euch muss das Ambiente sozusagen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel. Und ich gucke ja auch ansonsten auch auf wildfremde YouTuber, englisch, amerikanischsprachig. Das habe ich da nicht erwähnt gesehen und besprochen gesehen. Da tauchen die üblichen Verdächtigen immer auf. Sword and Sanctuary, Blasphemous natürlich, vielleicht nochmal Death Gambit und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch eine Reihe von hochwertigen 2D-Souls. Aber das nie. Schaut euch das an, vielleicht könnt ihr die Demo anspielen. Vielleicht gibt es eine Demo davon, falls euch das nicht so optisch zusagt. Aber vielleicht gefällt euch ja die Waffenrückmeldung. Und was ich noch als Positives bemerken kann, es hatte wirklich wenige Bugs vor 6 oder 8 Jahren. Abstürze hatte ich da keine. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Und dürfte es eigentlich auch auf PC geben. Und würde mich nicht wundern, wenn das da auf Steam für einen Schnapper für unter 5 Euro zu haben ist. Und da macht ihr wirklich nichts verkehrt. Weil es da echt interessante Bosse gibt. Aber wer natürlich per se nichts anfangen kann mit diesen Wellenkämpfen, die werdet ihr hier erleben. Ist nicht jedermanns Sache. Auf der anderen Seite dafür viele, viele verschiedene Waffen, die sich sehr, sehr unterschiedlich spielen. Sonst habe ich aber auch genug geredet. Tschüss, tschüss und bye, bye und auf Wiedersehen.